Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister, liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe helfenden Unterstützer, auch unter den Nichtmuslimen, die uns über die Jahre hin begleitet haben. Wie ihr mitbekommen habt, es läuft gegen uns eine Kampagne, um unsere Hilfe kleiner zu machen. Das Ganze, man merkt, kommt von oben herab befohlen, auf unten. Da wird Druck ausgeübt. Unsere Hilfe ist kein Tropfen mehr auf dem heißen Stein geblieben. Das ist einerseits natürlich für uns ein schöner Erfolg, andererseits für die Bedürftigen ein Erfolg, für euch Spender ein Erfolg. Aber jetzt inzwischen versucht man uns handlungsunfähig zu machen. Und wie versucht man das? Über unsere Konten. Indem wir in Deutschland keine Konten mehr bekommen, indem wir bei PayPal ständig Probleme haben. Und das ist die Art und Weise, wie man versucht, uns handlungsunfähig zu machen. Wir sind ja in 46 Ländern und in vielen dieser Ländern, gerade in Brennpunktgebieten auf dieser Welt, inzwischen die größte Hilfsorganisation geworden. Wenn man jetzt davon spricht, größtes Waisenhaus von Ghana, größtes Waisenhaus von Waisendorf von Nigeria, Waisendorf größtes von Ghana, größtes Waisenhaus von Syrien, größte Abwasseranlage vom Flüchtlingslager von den Ruta-Flüchtlingen in Syrien, größtes gebührenfreies Krankenhaus in Syrien, größtes gebührenfreies Krankenhaus in Nordsomalia, meiste Schulen von Südsomalia und so weiter und so fort, größte Lebensmittelverteilung von Jemen, dann wisst ihr, diese Hilfe, die von Muslimen ausgeht, das ist anscheinend auch nicht so wirklich gewollt, die unkolonialistische Aspekte hat, nämlich einfach nur humanistisch ist, also einfach nur humanitäre Hilfe, das ist so nicht gewollt von denjenigen, die daran interessiert sind, Unruheherde, Destabilisierung, die daran interessiert sind, diese Welt zu zerstören. Und das ist nicht gewollt. Und darum, liebe Spender, müssen wir momentan alle umschalten, was unser Spendenverhalten angeht. Wir haben das türkische Konto und ich kann euch mitteilen und ich kann euch bitten. Ich bitte euch, ab jetzt per Auslandsüberweisung einfach immer aufs türkische Konto zu überweisen. Und ich kann euch mitteilen, 50% der Spender tun das auch schon. Das heißt, es haben schon sehr viele mitgezogen, diese kleine Prüfung anzunehmen. Es ist ehrlich gesagt eine kleine Prüfung. Ja? Auch wenn es 50% der Spender einfach so ohne Mucks gemacht haben, kriegen wir es ab und zu mal mit, dass sich der ein oder andere da schwer tut. Es ist ehrlich gesagt, liebe Geschwister, es ist eine kleine Prüfung. Ja? Das ist eine Prüfung jetzt an uns alle, ja? Diese Situation. Weil solange diese Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, wird das bei uns mit den deutschen Konten erstmal nichts mehr. Natürlich, wir sind mit Anwälten dran, aber wir wissen nicht, wie lange sowas dauert. Und bei so einem großen Prozedere, so einer großen Organisation wie uns, kann das etwas dauern. Ihr wisst, wie die Behörden sind. Und es ist eine kleine Prüfung. Ja? Es ist wirklich keine große Prüfung. Wenn du mal vergleichst, dass du in deinem Online-Banking auf Auslandsüberweisung gehst und dann eine Straße noch mit eintragen musst und geringfügige Gebühren hast, dann ist das nicht wirklich die große Prüfung. Im Gegensatz zu den Geschwistern, die Hunger leiden, zu den Geschwistern, die kein Krankenhaus haben, zu den Geschwistern, die keine Organisation mehr in den richtig krassen Brennpunkten, also überhaupt noch erreicht, zu den Geschwistern, die zu den Waisenkindern, die kein Obdach haben, ja, die keine Versorgung haben, im Gegensatz zu denen ist es eine minimale Prüfung. Es ist auch eine minimale Prüfung zu denjenigen von uns, die die Spenden ausliefern. Ja, die haben ganz schwere Zeiten in diesen Gebieten. Die sehen den Bedürftigen ins Auge. Es ist eine kleine Prüfung im Gegensatz zu denjenigen, die diese Hilfe organisieren. Die diese ganzen Gefahren auf sich nehmen, ja, diese ganze Verleumdung auf sich nehmen. Es ist eine kleine Prüfung, lieber Bruder. Es ist eine kleine Prüfung, lieber Schwester. Und Allah subhanahu wa ta'ala prüft jetzt unsere Umma, ob wir alle bereit sind. Nicht nur diejenigen in der Kette, bis es ankommt. Nicht nur diese Bedürftigen, sondern ob wir alle bereit sind, ein kleines bisschen Anstrengung auf uns zu nehmen. Deswegen müssen wir unser Spenderverhalten ein wenig ändern. Ja? Wir hängen euch auf die Website immer mal wieder neben das türkische Konto Transferdienstleister an. Ja? Ich kann euch nicht sagen, welcher jetzt gerade momentan online ist, weil wir sind gerade dran, einen neuen einzuschalten, aber ihr werdet es sehen. Wenn ihr euch bei diesen Transferdienstleistern registriert, danach könnt ihr nahezu gebührenfrei in die Türkei überweisen. Sehr interessant also für jemanden, der zum Beispiel nur 20 Euro spenden will. Wer 1000 Euro spendet oder 500 Euro spendet, für den sind die 15 Euro Gebühren wahrscheinlich auch nicht wirklich interessant. Wer ins Ausland überweist, der bekommt immer vorgeschlagen, ob er die Gebühren übernimmt, ob das dem Unternehmen die Gebühren sozusagen aufgeschrieben werden oder ob man das teilt. Geht einfach auf Share, also Englisch, auf Deutsch teilen. Dann liegt eure Gebühr meistens so bei 15 Euro. Ja. Wenn ihr also große Beträge überweist, jucken euch diese 15 Euro sowieso nicht viel.
Übrigens, das ist auch, wenn ihr 10.000 Euro überweist. Also diese Pauschale, das ist jetzt nicht mehr so, nicht so wie wenn du 200 Euro überweist, dass du dann 15 Euro Gebühr hast. Und wenn du 10.000 Euro überweist, dass du dann auf einmal 700 Euro Gebühr hast. Nein, die Pauschale bleibt die ganze Zeit fast gleich. Ja, die verändert sich geringfügig nur. Vielleicht hast du, wenn du 10.000 Euro überweist, vielleicht hast du dann 30 Euro Gebühr. Ja, es ist nicht die Welt. Dafür kommt deine Spende mitten in Gebieten an, wo sie sonst nicht ankommen würde und wo es für uns alle Pflicht ist zu spenden, weil unsere Geschwister dort unterdrückt werden und wo Leute sind, die keine Hilfe mehr bekommen, wo Leute sind, die auch keine, nicht nur unsere Geschwister, auch andere Leute, zum Beispiel wo das Attentat, dieses schreckliche Attentat auf Kirchen in Sri Lanka stattgefunden hat, waren wir sofort da und haben den christlichen Notleidenden Unterstützung in Form von Gelder für die OPs vorbeigebracht und haben denen eine Rose überreicht und das ist Völkerverständigung. Wir sind zuerst da, wenn es knallt und das weiß man sehr, sehr oft, in sehr sehr, sehr, sehr vielen Fällen und in sehr, sehr problematischen Gegenden, wo man nicht ohne großes Risiko hinkommt. Und wenn du deine Spende dahin haben willst, dann nimmst du das in Kauf. Wenn du also eine kleine Summe spenden möchtest, spende einfach über diese Transferdienstleister. Wenn du gerade keinen Transferdienstleister bei uns auf der Website siehst, dann änderst du halt einfach irgendwie dein Spendenverhalten. Ja, wie änderst du dein Spendenverhalten? Du hast jetzt 20 Euro, du willst sie spenden. Dann wartest du halt, bis es 40 Euro sind, bis es 60 Euro sind, bis es 80 Euro sind und dann überweist du die zum Beispiel. Dann tut es nicht mehr so weh mit der Gebühr. Ansonsten registriert euch bei diesen Transferdienstleistern, die wir auf der Seite anbieten. Ansonsten, was gibt es noch? Es gibt bei uns auf der Website immer mal wieder auch einen PayPal-Pool, den ihr benutzen könnt. Es gibt unsere Sammelstellen. Geht auf die Website unter Infos, Sammelstellen. Ja? Da habt ihr über 15 Städte in Deutschland, wo ihr Bargeld abgeben könnt. Ja? Ihr könnt Bargeld dort abgeben. Wir arbeiten momentan an einem kleinen System, dass wir auch so ein bisschen so ein Spendentaxi einführen wollen. Aber es ist noch nicht ausgereift. Wenn man uns also dazu, man zwingt uns ja inzwischen dazu, dass wir, erst hat man uns dazu gezwungen, so viele verschiedene Vereinskonten zu benutzen. Und jetzt zwingt man uns dazu, ganz auf Bargeld umzustellen. Leider, wir hätten es gerne, wir klagen übrigens auf ein Vereinskonto, dass wir wieder eins haben, was wir seit 2014 nicht haben. Dann wären alle Geldströme auf einem Konto, dann wäre das Ganze auch schön durchsichtig. Für alle, auch für die Behörden. Aber leider will man es so irgendwie und so müssen wir wahrscheinlich ein Spendentaxi einführen und watch out, kann ich sozusagen sagen, auf unsere Facebook-Postings, auf unsere Website-Neuigkeiten. Wir werden hier bald dann zum Spendentaxi Neuigkeiten bringen. Bidnene, Azawajal, spendet reichlich. Da wir jetzt noch den Ramadan haben, kann ich euch noch sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala euer Fasten annehmen. Aber sicherlich wird dieses Video hier länger stehen bleiben als den Ramadan, denke ich mir. Und von daher auch außerhalb des Ramadans, liebe Geschwister, haben die Leute Hunger. Brauchen die Leute Krankenhäuser. Brauchen die Gebiete, die sonst keiner erreicht, Versorgung. Auch außerhalb des Ramadans ist das Spenden für uns Pflicht. Auch außerhalb des Ramadans kann man mit einer Sadaqa Jariya, mit einer fortlaufenden Spende, Hasanat gewinnen, die nach dem eigenen Tod noch weiter fließt. Oder man kann es für seinen bereits verstorbenen Vater, bereits verstorbene Mutter, Bruder, Schwester, Ehemann, Ehefrau begehen und so weiter und so fort. Deswegen bleibt stabil. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, möge Allah euch segnen und mashallah, dass ihr seit 7 Jahren diesen Weg mit uns geht. Wir sind euch sehr dankbar und wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala.